und Höller. Vielleicht der eindrucksvollste Stürmer bislang. Und Elfmeter war das für mich und richtig entschieden, auch von Schiedsrichter Christoph. Da gab es auch gar kein langes Fackeln. 31. Minute, Elfmeter für die bundesdeutsche Mannschaft und auch gar keine Proteste der türkischen Abwehrspieler. Klare Sache. Rummenigge wird also diese zumindest nervlich belastende Aufgabe übernehmen. Gar keine Frage, sicher gemacht, das 1:0. Hinter ihm nur noch Strack. Dremmler. Bleibt am Ball, die Chance. Und das Tor. Wunderschön mit dem Außenriss Völler bedient. Der mit seiner Pendelbewegung. Litwarski mit der Möglichkeit und da wird gejubelt